Meyers Kriminalroman von Ingomar von Kieseritzky. Regie Jörg Schlüter. Die Landschaft war von bitterer, nein, herber Schönheit. Die Weiden wiegten sich im Wind. Die Vögel singen, nein, sangen in den Weiden auch nicht. Im Gezweig braune Kühe mit Elfenbein, nein, karamellfarbenen Gut. Eutern benagten die Weiden. Wiederholung. Liz, was machen Kühe auf Weiden? Sie fressen Gras, Edgar. Braune Kühe weideten sich am Gras. Tiefblau war der Himmel mit Zirruswolken, die da zogen. Ja, die ziehen eben. Lizzie, was machen Wolken? Sie ziehen, Edgar, sie ziehen. Machen sie schon, danke. Constable Myers, mein lieber Edgar, hast du heute keinen Dienst? Katzen retten, verschwundene Traktoren finden, Mr. Crockton aus dem Graben fischen, was Nützliches wie jeden Tag. Ich bin immer im Dienst, Liz. Schön war das Wetter, so geht's. Und Lady Asquith wusste immer noch nicht, welches fürchterliche Schicksal ihr während des Picknicks erwarten, nein, zustoßen, Konjunktiv, würde. Liz, wie drückt man einen Schicksalsschlag bei einem Picknick unter Weiden aus? Plötzlich, Edgar, oder unerwartet vielleicht. Danke, Liz. Die Bienen sangen, summten, nein, die Vögel tirillierten über dem Tatort. Da bestrich sich Lady Asquith einen Toast mit Butter und Kaviar, als ihr Clovis den mit E605 lecker gemixten Cocktail reichte. Das Essen ist bald fertig. Was gibt es? Fischbein, Edgar. Danke, kein Hunger, muss arbeiten. Tatort klar, Motiv klar, Situation klar. Als Lady Asquith ihren Toast mit Butter und Kaviar bestrich, reichte ihr Clovis den vergifteten Cocktail aus dem Shaker. Ja, aber dann hat sie ja keine Hand frei, verflucht. Lady, ich meine, Liz, machst du mir einen Cocktail? Edgar, wir haben nur Bier im Kühlschrank, das weißt du doch. Liz? Wirkt Gift auf Frauen schneller als auf Männer? Keine Ahnung. Über sowas wird nicht einmal in Sun oder Mirror geschrieben. Weiber, jetzt der Mord. Egal ob Toast in der einen oder Messer in der anderen Hand. Lady Asquiths edle Züge, ja, so, verzerrten sich auf eine ganz unerhörte Weise, als der Cocktail durch ihre elfenbeinfarbene Kehle lief. Nein, ran! Durch ihre Kehle ran! Und nun ist dieser Clovis noch nicht eingeführt. Die Pein wird kalt. Edgar, kommst du? Moment, Liz. Erst der Mord. Schule des Schreibens. Achtung. An einem Mord sind immer zwei Personen beteiligt. In jedem Fall der Mörder und das Opfer. Beschreiben Sie immer zuerst die Reaktion des Opfers. Nach Gift, Schuss oder dem stumpfen Gegenstand und gehen Sie dann erst über auf die Beschreibung des Täters. Das Essen steht auf dem Tisch. Scheißkurs. Ich mach's anders. Mit fürchterlicher Kaltblütigkeit registrierte der Mörder die Reaktion seines Opfers auf der Weide, während die Wolken zogen. Nein, flohen. Sie flohen. Liz, bring mir Bier. Zwei Büchsen. Frauen. Lady Asquiths Blut versackte in der Peripherie zentral durch die Störung der Vasomotorenregulation und ihr Blick brach. Clovis, sagte sie mit der sterbenden Stimme. Warum willst du nicht essen? Warum nur? Warum? Murmelte Lady Asquith und ihre auberginefarbenen Lippen wurden bleich. Thank you.
Howard. Horace? Pardon, Howard. Du zuerst. Du bist 3 Jahre älter. Ich lasse dir gern den Vortritt, Horace. Der alte Stoke will uns besuchen. Der Himmel stehe uns bei. Wie lange? Ja, er schreibt wörtlich: Lieber Horace, du weißt, wie ich das Landleben schätze, die frische Luft, friedsame Kühe, das Heer arbeitsamer Bienen, gutes Wetter und den ganzen Rest. Wie lange? Stoke denkt an 1 Woche. Bei Gefallen an 2. Oh, du lieber Gott. Netter Kerl, Stoke, aber er geht in die Kosten. Allein die Sauferei. Und beim Essen furchtbar Etepetete. Leider kein Resteverwerter. Ja, ja, ja. Es geht nichts über gute, alte, brauchbare Reste. Sir! Ich weiß nie, wen Samantha meint. Samantha auch nicht. Was gibt's, mein Kind? Es fiel zusammen, hin und aus. Wer oder was fiel zusammen? Das Soufflé, Sir. Das Soufflé, Grand Marnier. Wie viele fielen schon zusammen? Es ist erst das 3., Sir. Machen Sie weiter, Samantha. Machen Sie weiter. Ja. Ging's denn auf, das Soufflé? Oh, prächtig, Sir. Wie ein kranker Bovist. Oh. Rühren. Weitermachen. Es sollte eine Überraschung werden. Du hast heute Geburtstag. Ich? Geburtstag? Was du nicht sagst. Ich danke dir. Speiste einmal in Paris ein Soufflé. Strackes Ding. Ein Gedicht. Göttlich. So schön gelb wie ein Briefkasten. Ach ja. Schade. Festlicher Anlass, Howard. Ernstes Wort. Nehmen Sie Gin, Samantha. Kann nie schaden. Das ist es eigentlich, was ich sagen wollte, Howard. Wir sind am Ende. Du meinst pekuniär oder gar finanziell? Mein Gott. Exakt das meine ich. Landleben schön und gut, aber teuer. Meine Reserven sind im Eimer. Oh, du mein Gott, ich verstehe. Ich hab's kapiert. Meine Güte! Was bitte, Howard, hast du kapiert? Sie geht an meine Gin-Vorräte. Ich bitte dich. Wir müssen die Gesamtmisere in den Griff kriegen. Ach, du hast so recht, Horace. Man könnte die 35 Flaschen Gordons im Kaninchenstall verstecken. Samantha hasst Kaninchen. Freund Stoke ist recht wohlhabend, wenn nicht gar reich. So, so. In mir reift eine Idee. Lady Asquiths kalte Lippen noch einmal frenetisch. Das habe ich aus dem Webster geküsst. Habend senkte er sie in jene Grube, die er mit bloßen Händen gegraben hatte, und schmiss einen Dessertlöffel hinterher. Edgar, du musst immer auf die Plausibilität achten. Du bist Constable. Du hast recht, Liz. Heiße Tränen vergoss Clovis. Und seine Tränen, scheiße, doppelt, tropften auf ihr Antlitz. Du bist nie ein Autor, Edgar. So eine Leiche hat ein Gesicht, aber kein Antlitz. Sowieso ein unschönes Wort. Warum nicht Gesicht? Naja, gut, nun kommt es doch erst, Liz. Der Lady Hände waren noch warm, also mehr Tränen auf die Visage. Und jetzt, Liz. Und während die Würmer, die Maden und die Saprophyten, das habe ich aus Bennings Gerichtsmedizin, ihren göttlichen Leib grimmig attackierten, beschloss Clovis, den geliebten Leib... Edgar...
Das wird eine Sauerei. Was will Clovis tun, bitte? Liz, ich lese dir nie wieder etwas vor. Das sind Schriftstellerintentionen. Ich muss, wie ich kann. Das scheint das Problem zu sein. Die meisten Mörder, sagt Bennings, sind Nekrophil. Das mögen sie denn wohl auch sein, Edgar. Aber gestatte mir ein paar Fragen. Ja, ja, schieß los. Dieser Clovis, der ist doch gar nicht als Person eingeführt, wie? Nee, hab ich vergessen. Wenn sich mal packt, denkst du nicht an Einzelheiten. Trottel, die Einzelheiten machen's, die Details. War es eine Liebesgeschichte da unter der Weide beim Picknick? Aber ja, mordsmäßig. Die Geschichte stimmt hinten und vorne nicht. Mach doch den Mord aus Eifersucht nach der Love Story. Meinst du, aber ich wollte sofort Suspense unterweiden. Klappt nicht. Weißt du, besuch doch einfach die beiden alten Herren. Diesen Howard und den Horace. Die haben Erfahrung. Tja, nicht falsch die Idee. Sir Horace schreibt seit 10 Jahren an einem Krimi. Edgar, du kaufst mal ein. Wie geht's dem Roman? Krank ist er. Krank. Oh, Mr. Baker, Mr. Burton. Einen schönen guten Tag. Ja, Tag auch, Daisy. Tag, Constable. Aber lieber Myers, Sie lassen Ihren Roman im Stich. Geht's denn vorwärts? Wie? Mord nach Mord? Wie? Was darf's denn sein, meine Herren? Lamm, Nacken oder Schulter? Lamm, Nacken ist im Angebot. Ah. Sie wollen wohl eine Grillparty machen. Stimmt's? Irish Stew, keine Party. Oh. Besuch. Ah. Sir, Horace, Sie haben doch mal einen Roman geschrieben. Gott, Edgar, erinnern Sie mich nicht daran. Schublade liegt da wie aufgebahrt. Würden Sie schon im ersten Satz, erster Abschnitt der ersten Seite, den Mord angehen? Der direkte Weg ist immer der beste, denke ich. Oder in der Retrospektion, Constable Edgar Myers. Sie? Ja, klar. Und wenn man nun ohne Mord anfangen hätte, also friedlich, Land, Kühe und dann ein Schrei auf der Weide, Kühe in planloser Flucht. Edgar, das hat was. Das hat durchaus was. Aber ich weiß zum Teufel nicht was. Wir müssen los. Ja. Madam Myers, ja. Bitte Grüße an Elizabeth. Flaches Gelände, kaum Deckung, kein Infanterieterrain, Panzerschlacht, jawohl. Alte Pumpe, Pause, stillgestanden, setzen. Hasenköttel, Scheißgelände. Nimm nicht die Elefantenkuh an die Spitze, habe ich Hannibal gesagt. Muss pissen. Ruhe im Glied. Die Kuh taugt nichts, habe ich schon vor dem kleinen St. Bernhard gesagt. Auch der Kreislauf ist im Arsch. Puh, Affenhitze. Endlich am Tizinus. Obacht, Junge, Bach, vielleicht Untiefen, Furcht suchen. Herrje, das Gichtknie macht Meldung. Nichts als Subordination der Organe im Alter. Ah, Latrine in Sicht. Horace und Howard, hoffentlich gut in Schuss. Cornelius Scipio, du Weichei. Tja, ohne die numidische Reiterei wäre alles im Arsch gewesen. Hannibal, habe ich gesagt, die Elefantenkuh ist rollig. Oder wie das bei diesen Tieren heißt, wie ein Panzer. Wenn die aber rollig sind. Und hier, denke ich, bleibe ich mal einfach stehen. Naja, Cottage. Kein Luxus. Gut so, aber
ein Feldbett für die alten Knochen. Da stehen sie ja schon. Naja, Sicht im Gelände gut, weil flach. Horace ist fett geworden. Howard sieht aus wie nach einer Tour mit Marschgepäck. Ich denke, mache Meldung. Hallo Jungs, hier ist euer alter Stoke. Öder Ort. Friedhofsruhe, wie zum Sterben eingerichtet, dieses Terrain. Nochmal Rapport. Lob der Klitsche. Schöner alter Brunnen, wohl aus der Zeit Cromwells, wie? Hi, Miss Lucy Bowler. Alles in Ordnung bei uns? Irgendwelche Vorkommnisse? Sir, schreckliche Dinge geschehen. Ich habe ein Protokoll und alles in 3 Tagen. Ich höre... Boltons Mischling wurde angeschossen. Schrot. Victoria, die kleine Stute, landete in Hecke. Doc Harris aber wohlauf bis auf Sehnenriss, Fuß links. Und John Proctor fiel in Graben und... Habe Tatort besichtigt. Fremdverschulden liegt nicht vor. Besondere Vorkommnisse? Oh ja! Auf der Nordostweide, im Augenblick ohne die Rinder, wurde ein Herr mit leichtem Gepäck gesichtet, der sich in Richtung des Anwesens von Sir Baker und Sir Burton bewegte. Ja, und? Kein Unfall! Trotz der Kaninchenlöcher! Beobachtet von Mr. Proctor, der das bekannte Lokal aufsuchte. Kater, Miss Bowler! Kater! Hm. Lesen Sie eigentlich Krimis? Nein, nur Thriller. Am liebsten. Ja, ja, schon gut. Das war alles? Morgen findet die große Übung der Freiwilligen Feuerwehr statt. Übungen? Kind fällt unfreiwillig in Brunnen. A. Präventivmaßnahme. B. Nachsorge nach Sturz. Und C. Wiederbelebung nach Alkoholabusus inklusive Mund-zu-Mund-Beatmung. Das wird ja ein Bombenwochenende, Miss Bowler. Ja, dann bis morgen. Gut. Hannibal, altes Haus, sage ich. Wir müssen Reduten bauen, ehe Scipio seine Mannen. Anmutige Gegend, irgendwie. Nicht so wie der Schipka-Pass 1877. Was für ein Gemetzel. Türken gegen Russen. Man müsste die Gegend bearbeiten. Das ganze Gelände verflucht. Horace Säbel. Ist komplett blem. Aber lieber Howard, nicht mehr als andere Leute. War er wirklich mal Major? Ivo, Stoke ist ein durch Unbill auf dem College verstockter Militärhistoriker, der eine Sammlung Zinnsoldaten sein eigen... Hey, Jungs! Nachschub, weh? Gin alle? Aber gute Feldküche. Hat er schon Drittschlag. Gute Frau, eure Sementa, was? Genießt sie wohl beide, wie? Verstehe ich. Appetitliche Person und riecht gut. Eine wahre Kriegsbraut. Will hier auch Biwak machen. Wie? Was? Will mich hier ansiedeln, Jungs. Genug gespart. Alles im Gepäck. Ein Strix Aluko. Kauz. Besser als Nachtsichtgeräte. Erspähen Feind, Sturzflugattacke, aus. Du willst dich hier ansiedeln? Furchtbare Gegend, alles flach. Im Unterhalt teuer. Howard will sagen, enorme Kosten bei Landnahmen. Mich schreckt nichts mehr seit dem Burenkrieg. Tja, 1900, Kap bis Kairo. Das war die Parole. Naja. Schönes Gelände. Und die Kosten, die Kosten. Ich habe gespart.
Seit 40 Jahren Knäckebrot, Milch und Gurken, ein Zimmer mit Wanne, Kochplatte und Klosett, Bett und Ablage für meine Zinnarmeen. Hannibal... Stuck, wie viel hast du gespart? 49.256 Pfund, 8 Schilling und 4 Cent. Oh mein Gott. Eine stattliche Summe. Das ist die Lage, ja. Will natürlich ein altes Haus mit Remise und Tenne für die Schlachtszenarien. Ja. Und einen Weinkeller. Und ein schöner alter Brunnen muss sein. Ja. Unsere ist aus dem 16. Jahrhundert. Aus dem Jahr 1547, um exakt zu sein. Möchtest du ihn sehen? Aber allzu gern. Trinken wir doch am traulichen Brunnenrand noch ein Schlückchen Gin. Was? Das ist es, Jungs, was ich am Landleben schätze. Ein guter Gin an dem antiken Brunnen, Dunkelheit weit und breit, kein Feind in Sicht. Ich stell das Tablett auf den Rand vom Brunnen, Howard. Vorsichtig, Stoke, alter Freund. Ah, windstill. Die Kerzen flackern nicht. Oha, Mist! Der Siphon fiel in den Brunnen. Sehr ärgerlich, Howard. Ich hing an den Ding. Ups. Wie tief ist der Brunnen, Jungs? Das antike Loch. Prost! Muss mich setzen. Hoppla! Stoke? Um Gottes Willen, Stoke! Ich sehe nichts. Hallo? Stoke! Ich sehe nichts und ich höre nichts, Horace. Habe aber noch nie gut gehört. Stoke! Was tun? Leiter? Bin nicht schwindelfrei, Horace. Gib mir einen Gin. Die Leiter wäre zu kurz, Howard. Ich genehmige mir auch noch einen. Auf den guten alten Stoke. Ein Freund verließ uns. Howard? Wahrhaftig. Es wird kühl. Ja. Ich denke, wir kümmern uns um den alten Brunnendeckel. Und danach ums Gepäck von Stoke. Ach ja. Er ging mit leichtem Gepäck. Nein, mein Bester, er ging ohne Gepäck. Er hat aber als Grabbeigabe mein Siphon. Ja, ja, das sind so Verluste. Beileid, Horace. Wie schrieb der alte Chatterton? Here upon my true love's grave. Tadam, tadam. Passt nicht. Mr. Baker! Mr. Burton, sind Sie schon wach? Ich habe frische Eier, direkt aus dem Nest der Henne Tiny. Noch mutterwarm. Hallo. Hallo, Edgar. Schon so früh? Horace schläft noch, hatte eine Kolik in der Nacht. Plötzlich und unerwartet. Das tut mir leid. Tiny hat endlich gelegt, Sir. Ach. War immer renitent gegen den Hahn. Kann ich Sie einen Moment sprechen?
Hallo, Myers. Schon so früh. Bringe Frühstückseier, Sir. Sie haben doch einen Gast. Ich hörte, Mr. Stoke hat Sie nach so langer Zeit wieder einmal aufgesucht. Schon auf und munter? Schon abgereist, irgendwie. Zurück nach London. Ja. Schade. War ein angenehmer Gast. Oh ja. So plötzlich. Ja. Dabei habe ich ein paar dringende Fragen. Auch an Sir Stoke. Oh, kommen Sie schon rein, Edgar. Ja. Tee oder Kaffee? Die Aussicht über die Weiden und Felder ist bildschön. Wie auf einer alten Fotografie. Ländliches England. Nanu, der Brunnen hat ja auf einmal einen Deckel. Antik, lieber Constable. Cromwell-Zeit. Ja. Wir dachten, Einfaches macht sich gut und ist nützlich. Schmuck irgendwie. Tja, wissen Sie, es geht um das Romanprojekt. Mein Krimi. Oh, natürlich, das große Projekt. Na und, junger Freund, die Intrige endlich wasserdicht? Nein, Sir, ich habe ein neues Projekt. Und es spielt alles hier auf dem Land, mitten unter uns, in Dunstan. Stellen Sie sich das vor. Furchtbar. Das ländliche Leben bringt nichts, Edgar. Nennen Sie mir einen einzigen Roman, der auf dem Land spielt und irgendeine Bedeutung hat. Liz hat mir gesagt, lass es nicht in höheren Kreisen spielen. Schmeiß Lady Asquith in den Brunnen und kümmere dich um normale Leute. Auch da sind Tragödien. Also, Gier unter Ulm hat sie noch gesagt, alter Film. Die Eier sehen fantastisch aus, ja. Edgar. Und Huhn Tiny hat sie eigenhändig. Unbedingt, Sir. Ich dachte, ich führe einen Major ein. Wie Sir Stoke, der das Land liebt. Und dann geht's los. Und was geht dann los? Mir schwebt ein Amateurdetektiv vor, wie Miss Marple und Mr. Stinger. Und dann passiert das Plötzliche. Und Sir Stoke ist wirklich schon abgereist? Gerade die lieben alten Freunde verlassen uns plötzlich und unerwartet. Ja, so ist das. Schade. Sir Stoke wäre eine tolle Figur in meiner Intrige gewesen. Schade. Die wahren Plots oder Sujets findet man nur in der City. Ich fand Lady Asquith reizend. Diese Passage, wo sie... Ich bedauere auch, dass sie wegfällt. Ich hatte sie schon bis zu den Dessous. Als Leiche, wissen Sie, ausgeführt. Ich muss an meine Memoiren. Danke für die Eier von Tiny. Wir müssen Vorbereitungen treffen. Neue Gäste, wissen Sie. Hm? Renovieren fertig? Ach, Heidenarbeit, Ben. Mach durstig. Ja. Danke. Prost, Torres. Ich habe die Annonce aufgesetzt. Pass auf. Ja. Ein Kurzurlaub im klassischen Ambiente nahe Eltham. Grab des Astronomen Halley. Mhm. Kost und Logis exklusiv. Ja, Landschaft, Familienbibliothek. Mhm. Ältere Herren oder Junggesellen ohne Anhang bevorzugt. Sehr gut. Achtung, ja. Myers mit Gattin. Aber Horace zieht nicht der Genitiv nach Grab stets einen Akkusativpronomen nach sich. Oh, Sir Baker, Sir Burton. Hi, Myers. Wir dürfen. Hi, dank Liz. Ich habe dank Liz ein nagelneues Konzept. Mal was Neues passiert. Verbrechen, Myers. Liz hat ja gesagt, weg mit dem Adel, fort mit dem Picknick, schieß Clovis in den Wind. Hab ich gesagt. Großartig. Ja, grandios. Ja, man muss, sagt Liz, alles aus dem Leben schöpfen, der Umgebung, aus dem zeitgenössischen, aktuellen, ja, so das, der Dinge. Ambiente. Edgar, Ambiente. Ja, jawohl. Jawohl. Und jetzt steht die Story. Ich habe Edgar gesagt, besinne dich aufs Normale. Inzest, Notzucht, Verbrechen außer Habgier, Eifersucht, Blödheit. Lass es auf dem Land spielen, aber ohne Picknick. Ganz normale Morde. Ja. Also das hat Liz. Und jetzt habe ich den Plot. Die Leute wollen was aus dem Leben hören. Sie wollen Schmutz und Schund. Viva, grandios. Also,
Zwei alte Damen leben auf dem Land. Mhm. Kleines Landhaus, aber kein Barvermögen und so. Und da kommen sie auf die Idee mit einer Pension. Eine Art Boardinghaus mit Familienanschluss. Genau. Und sie beschließen, ihre vermögenden Gäste zu ermorden. Was sagen Sie nun? Passen Sie auf. Sie ersticken Ihre meist weiblichen Gäste mit einem Kopfkissen. Die Damen heißen Edith und Bertha. Und Edith hat eine medizinische Ausbildung und sie injizieren den Opfern auch Luft. Was? Ich bin für Chloroquin. Tod durch Herzstillstand. Frei verkäuflich. Ja, aber so ein Kissen ist natürlich viel dramatischer, nicht wahr? Schwere Entscheidung, Horace. Wie? Faszinierend, Edgar. Ja, Kompliment, Liz. Ja, Kompliment. Aber wohin mit den Leichen? Flan, bring uns bitte noch 4 Krüge. Kommt sofort. Das ist das Problem. Nicht bei meinem Landdoktor. Ich bin für Doc Harris. Oh. Liz will Harris. Ich lehne Harris ab. Keine literarisch brauchbare Figur. Nee, nee. Darf ich jetzt? Fantastisch, Edgar, aber wie beseitigen Sie die Leiche? Ja, im Brunnen. Bitte, Liz, das war meine Idee. Danke, danke. In einem alten Brunnen. Pardon, Edgar. Diese Idee finde ich ganz schlecht. Er Haut hat recht. Ja. Wie tief der Brunnen noch ist. Die Leichen stinken doch. Ja. Noch einen Krug, Flan. Kalk. Ungelöschter Kalk. Oh, wirklich? Constable Myers, lieber Edgar, wirklich? Wie, Kalk? Tatsächlich? Ja, ja, Calciumcarbonat, CaCO3, Rohkalk. Ein Kollege in London hatte mal einen Täter, der alle 2 Jahre in der Badewanne eine seiner Frauen auflöste. Was? Mit Salzsäure. Edgar Constable, Sie sind genial. Ja, wirklich? Habe ich auch schon mal gesagt. Wie Horace sagt, geniales Konzept. Sie sind ein Kopf, Edgar. Die meisten Ideen sind von mir. Oh, Mädel, das merkt man. Das merkt man. Und so im Konzept, die Leichen, die Opfer, lösen sich gewissermaßen einfach irgendwie auf? Das tun sie, vertrocknet, Sir. Und wie? Meine beiden alten Damen wollen ja doch nicht überführt werden. Das ist ein bedenkenswertes Konzept, Edgar. Viel Glück. Ja, grandios. Glückwunsch. Ganz grandios. Howard, mein Alter. Gib mir noch einen Schluck von diesem 36 Jahre alten Malt-Whisky. Wir verdanken ihn Strotten. Er war ein wahrer Freund, Horst. Ja, ja. Und ein guter Kamerad bis zuletzt. Ja, tja. Ganz anders als Bennings mit seinen widerlichen Essgewohnheiten. Ach, ja. Ach, die Zeit vergeht, Horst. So ein Zulauf? Ach ja, eines sage ich dir, Horace. Myers mag ein mieser Autor sein, aber er versteht was vom Geschäft. Unsere Villa Repose in Dunstan als Tatort zu wählen. Oh ja, Howard, oh ja. Aber Mr. Woodness war ein Problem. Er hatte ein Problem, Horace. Wie nennt man die Angst vor der Tiefe? Hypsiphobie, Howard. Höhenangst. Hypsiphobie. Merkwürdig, dass man Schiss vor der Tiefe Höhenangst nennt. Darrell wird ein Problem sein. Wie? Sprich lauter. Wegen der lädierten Kopfschwarte? Ach was, wegen der Statur, klein und fett.
Ich muss mich etwas polstern, wenn ich als Darrell seine Rückreise nach London antrete. Unnötige Sorgen. Unser braver Bahnhofsvorsteher Penrose hat uns noch nie erkannt. Pathologisch kurzsichtig. Ja, Gottlob. Ich trinke auf Penrose. Halte mit, Horace. Prost. Prost. Ja, ein paar Probleme haben wir. Sozusagen logistischer Art. Wie? Was für Probleme? Unsere Kalkfabrik in Eltham ist bankrott. Erstens. Das heißt, ein anderer Zulieferer muss her. Und zweitens? Ich muss Mr. Darrell abreisen lassen und du musst morgen Major Mackay empfangen. Sehr reich. Sucht Ruhe. Hm. Sir, das Gratin wäre jetzt fertig. Schön, Samantha, schön. Denn Horace muss an Gewicht zulegen. Oh, Sir, es ist allzu fertig, das Gratin. Wie? Verbrannt, aber nur oben. Wollen Sie es trotzdem zu sich nehmen, Sir? Weg mit Schaden. Gehen Sie an die Tiefkühltruhe und machen Sie uns Lammkarree. Speist Mr. Darrell mit Ihnen? Drei Gedecke? Rare oder Medium? Natürlich Medium, Samantha. Ich kann kein Blut sehen. Mr. Darrell hat schon am frühen Morgen eine Exkursion zu Hallys Grab unternommen. Zwei Gedecke. Gut, Sir. In Ordnung. Aber ich begreife nicht, wie man sich Gräber toter Astronomen oder überhaupt Gräber anschauen kann. Schauerlich. Der Tod von Lucy ist zu schön, um wahr zu sein. Darf ich noch einmal hören, Edgar? Wirklich, Miss Lucy? Und da stürzte Lucy rücklings in den tiefen, tiefen Brunnen mit einem erstickten Schrei, der das Echo ihres ganzen Lebens war. Wahnsinn! Ein Echo ihres ganzen Lebens! Wie tief und wie wahr, Mr. Edgar! Schon vermischt ist in der Times gelesen, wäre exakt was für Ihren Krimi. Rätselhaftes Verschwinden in London. Lucy, In den letzten 3 Wochen verschwanden spurlos 3 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Ja, ist das was? Das reine Romanfutter, denke ich. Mr. Stoke, der bekannte Militärhistoriker. Die Witwe vermutet eine Flucht nach Frankreich. Mr. Stratton, Hampshire. Verscholl nach Abreise via Paddington in Richtung einer anderen Provinz. Gattin erhielt aber Postkarte mit Friedhof von Eltham. Unser Friedhof? Lage beruhigt. Mr. W. Name der Redaktion bekannt, nicht verehelicht, suchte seine Wohnungshoho nicht mehr auf nach Brief an seine Haushälterin. Bin weg, Porridge kann verbraucht werden. Und dann noch auf der letzten Seite. Letzte Nachrichten. Mr. John Darrell, Dunhill-Raucher, von Dunhill-Feuerzeuge, verschwand mit leichtem Gepäck gen Südosten, wurde aber Alkoholiker mit einer Flasche Bourbon im Zug Richtung Gobray gesichtet. Seitdem nicht mehr. Das ist ja ein Fundstück. Miss Lucy, das ist Gold wert. Ich muss das sofort Mr. Horace und Mr. Howard zeigen. Und Daisy war da. Hat Lieferschwierigkeiten wegen dem Löschkalk? Wegen des Löschkalks, Miss Lucy. Wollen wir doch auch bitte in solchen magischen Augenblicken den Überblick über die Grammatik behalten. Sonst keine besonderen Vorkommnisse. Außer der Hund von Harris ist mit einem Lastwagenfahrer zusammengestoßen. Ja. Wie geht es dem Lastwagen? Wohlauf. Edgar, mach mal eine Pause. Roman schreiben ist ja doch wohl furchtbar anstrengend, wie? Ja, Sie haben recht, Lucy Bowler. Ich bin geistig sehr angespannt im Moment und Liz will ein Kind. Oh, gehen Sie in den Pub und trinken Sie ein paar Guinness. Und Ihre Heldin heißt wie ich, Lucy, dass Sie mich als Romanfigur untergebracht haben.
war London, ist der Kalk bestellt. Willst du einen Gin? Der Kalk ist bestellt und kommt an Samanthas freiem Tag. Was ist los, Howard, um Gottes Willen? Cousine Betty kommt. Deine Cousine kommt? Oh Himmel, Arsch und Zwirn, dreimal verfluchte Scheiße, die hat uns noch gefehlt. Wenn auf der Welt jemand fehlen kann, dann Cousine Betty. Oh Gott, nein, Howard. Wie viel mag sie jetzt wiegen? Ach, wir müssen die Badezimmerwaage verstecken. Bettys Gewicht ist der Tod jeder Waage. Ich habe sie nur einmal vor 10 Jahren gesehen. Danach hatte ich Albträume von kreißenden Vulkanen mit Schwefelgestank. Ja, sie war schon immer ein schlimmer Finger. Ja, ja. Hat sie wenigstens Geld? Ach, haben wir eine Kirchenmaus. Oh. Zuletzt vor 2 Jahren war sie die Haushälterin von Admiral Watts, der dann mit Hilfe seines Säbels Harakiri beging. Du meine Güte. Sag mal, Howard, hat sie vor irgendetwas Angst? Nur die übliche Phobie gegen Mäuse und Kakerlaken. Sehr gut, sehr gut. Herrgott, wie ich Überraschungen hasse. Wir müssen Samantha Urlaub geben. Und ich telegrafiere Major Mackay. Schreibe wegen Todesfall in Familie bitte 1 Woche später herzlich Villa Repose. Aber Horace, Cousine Betty ist wie ein Hausschwamm. Du wirst sie nicht binnen 1 Woche los. Lass mich nur machen, alter Junge. Noch ein Humpen, Flynn. Ich werde immer nüchterner. Zum Wohl, Edgar. Ich brauche irgendwie ein magisches, ein symbolisches Objekt. So ähnlich wie eine Figur, aber anders. Verstehst du mich? Absolut, Edgar. Das Generalthema muss eine symbolische Ebene haben. Genau, Flynn. Aber es muss keine Ebene sein. Es kann auch das große Verschwinden sein. Oder ein Brunnen. Ein traulicher, alter Brunnen. So ein Brunnen ist ein schönes Symbol irgendwie. Das kenne ich. Vereinigt Feuchte und Tiefigkeit. Genau. Ich muss sofort zu Horace und Howard. Die haben einen alten Brunnen tief, aber nicht mehr in Betrieb. Algen wachsen. Reine Natur. Der Ruhegeist ist aber in den Stunden der prächtigen Natur mit Tiefigkeit verbunden. Toll. Gib mir eine Kanne Kaffee. Von wem ist das Ding? Scardanelli ging dahin durch einen Sturz in ein tiefes und ewiges Verlies. Es stinkt im Haus, Howard. Ich werde alles umkrempeln. Sind das deine Socken auf dem Teetisch, Howard? Pardon, nein, meine. Sir, ich dulde keine Socken auf Teetischen. Natürlich nicht, Madam. Ich habe 14 Tage Zeit. Keine Frau im Haus. Wie merkt man? Das Haus stinkt. Howard, du solltest dich waschen. Wir haben gerade das Gastzimmer renoviert. Ich hole mal die Zeitungen, Howard. Hier wird nicht retiriert. In 1 Minute gibt es Essen. Oh Gott. Du musst überhaupt nicht rumsülzen, Howard. Ich höre gut. Es gibt Hühnersalat mit Artischocken, Herzen und Teufelssoße. Spezialrezept. Howard, sie muss verschwinden. Die ist ja schlimmer als der Bombenangriff auf Coventry. Angriff! Attacke! Alarm! Hilfe! Hilfe! Betty, was ist los? Oh, moi, moi, moi! Oh, da
Kuckuckkissen! Scheint ein Dialekt zu sein. War Betty mal in Afrika? Oh. Nicht, dass ich wüsste. Fass dich, Betty, bitte! Du wirst das schon machen, oh. Howard. Ich muss mich um die Kaninchen kümmern. Oh. Ja, gute Nacht! Oh. Bitte, Betty, was oh. geschah? Zwei tote Mäuse unter dem Kopfkissen. Und sie haben kopuliert. Bitte, Betty, du redest irre. Wenn sie tot waren, dann konnten sie unmöglich... Ein solcher Tort ist mir mein Leben lang nicht... Oder hat eine Maus noch gelebt? Dann wäre es ein Fall von Nekrophilie. Meine Güte. Edgar, du bist stockblau. Stocknüchtern. Ich bringe Ihnen das Paket aus London auf der Stelle. Gute Gelegenheit, Horace auszuhorchen. Worüber denn aushorchen, Edgar? Sein Roman. Horace hat über 100 Seiten. Ich habe erst 14 Seiten und 4 Anfänge. Auf jeder Seite. Du störst bestimmt. Die beiden alten Herren haben Besuch von 2 dicken Damen, hat mir der alte Penrose vom Bahnhof erzählt. Stimmt, literarisch gebildet. Wenn du mich nicht fahren lässt, dann steige ich aus dem Jeep. Dann steig aus. Heute ist der Tag. Heute will ich anfangen. Weiber. Wein, Suffkopf, was für Krimis. Dylan Thomas war immer blau. Was für ein Poet. H.G. Wells, immer hickehackevoll, oder? Nee, plagte sich aber auch nicht mit Krimi-Intrigen, sondern Science-Fiction. Diese Sauwirtschaft geht so nicht weiter, Howard. Dieser Horace muss das Haus verlassen. Wie? Was? Wer? Du bist ja plemplem, Betty. Lässt seine Socken liegen. Und die Idee mit den toten Mäusen, das ist doch auch auf seinem Mist gewachsen, was? Nein, Betty, das war meine. Deine Idee? Ja. Howard, deine Idee? Jawohl. Gut, ihr wollt mich aus dem Hause haben. Ich hab's kapiert. Männer ertragen keine starken Frauen, aber ich bring euch schon auf Vordermann. Nimm noch ein Stück Kuchen, Betty. Danke, Howard. Vergiss nie, dass ich deine leibliche Cousine bin. Hör zu. Die Villa Repos, blöder Name, ist eine Goldgrube. Aber ihr seid einfach zu blöde dafür. Noch ein Stück Kuchen? Gern, danke. Seid ihr eigentlich schwul? Nein, Betty. Na, nach 60 ist sowieso tote Hose. Was umarmst du denn dauernd dieses Sofakissen? Bist du übergeschnappt? Wie schmeckt dir, liebe Cousine, der Kuchen? Nicht so übel. Vielleicht ein bisschen trocken. Hat Horace gebacken. Der Teig wurde in Samanthas Mixer fabriziert. Mit 14 lebenden Kakerlaken. Ein Scherz, liebe Cousine Betty. Wir würden niemals lebendige Kakerlaken benutzen. Wir stehen dem Tierschutzgedanken nahe. Höre, Howard, ich habe deine infantilen Späße satt. Ich könnte abreisen auf der Stelle, aber... Was hindert dich? Die Mäuse und die Kakerlaken? Der Brunnen muss saniert werden. Der Brunnen ist ein Juwel. Frisches Brunnenwasser aus einem antiken Brunnen. Wie sieht's mit dem Grundwasser aus? Blendend. Cousine Betty, hattest du nicht mal Asthma? Naja, warum? Ich bin allen Aufgaben gewachsen. A, der Brunnen. B, der ganze Hof innen. C, das ganze Haus. Und D, ab mit diesem Schmarotzer Horace. Cousine Betty, ich werde dich töten. Ich werde dich mit diesem Kissen ersticken. Es stinkt! Oh. Horace, Hilfe! Gott, was zum Teufel? Sie ist bärenstark! Gib ihr eins über die Rübe! Womit, Howard? Womit? Mit die Schale mit den Macintosh-Bonbons! Die Schale ist kaputt! Die hat ja einen Schädel aus Eisen! Nimm das! Au! Genau in die Eier! Scheißkerle! Idiot! Ich geb euch! Nimm das Metronom, Horace! Du bist nicht von dieser Welt, Howard!
Ordnung. Gib mir eins mit dem Feuerhaken. Wo, wo? Samantha hat ihn verrollt. Freie schwulen Arschlöcher. Ich mach euch weg. Oh, 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 genau. Drauf noch Testikel. Oh, oh, oh mein Gott. Wir müssen sie in die Küche bringen. Mir Geräte! Scheißkuchen! Tonte! Das hier, Horace! Kommt zuerst! Wir haben seit 10 Jahren kein Gas mehr! Elektrizität, Hauer! Und Toaster! Toaster! Hallo! Dauert nur einen Augenblick! Instrument, Howard. Stumpfes Instrument tut Not. Myers, Gott sei Dank, dass Sie da sind. Myers. Cousine Betty will uns vernichten. Welches Instrument? Bratpfanne. Dear Gott. Das ist wirklich aus dem Leben gegriffen. Viel besser als ein Literaturkurs. Gestatten, Myers, Constable dieser idyllischen Gemeinde. Welche Bratpfanne? Euer Ärsche, stillgestanden. Rührt euch. Seepfanne, Gusseisen. Von oben nach unten, Horace. Nicht von der Seite. Oh. Danke, Edgar. Und sagen Sie bloß nicht, keine Ursache. Ach, so ein Fachmann ist Gold wert. Ja. Aus diesem Grund kam ich her. Ich brauche Ihren Rat, meinen Krimi betreffend. Gern, Edgar, gern. Aber sollten wir uns vorher nicht der Leiche entledigen? Ja, Cousine Betty liegt bestimmt nicht gern in einer Küche. Gern? Wohin damit? Ja, Ihnen können wir es ja sagen. Horace hat recht. In den Brunnen. Ich hab's geahnt, Jungs. Der Brunnen. Aber literarisch, sozusagen in einem Krimi, hätte ich das nie gewagt. Ich denke, Sie nehmen die Tät, wir die Pied. Ja. Oh, die ist ja so schwer wie ein Sumo-Ringer. Uff, der Busen muss allein 10 Kilo wiegen. Der Brunnen ist wirklich schön. Finden Sie nicht, Edgar? Oh ja. Ah, geschafft. Das sind mal lebendige und fruchtbare Erfahrungen. So, und jetzt genehmigen wir uns einen kräftigen Schluck, Edgar. Horace, wie? Sie hatten doch so viele Gäste. Darf ich fragen? Edgar, mein Lieber, wir bieten dir das Du an. Das ist doch auch in deinem Sinne, Howard. Selbstverständlich. Weißt du, Edgar, du bist ein großer Schriftsteller. Ja. Der Tipp mit dem Löschkalk. Fantastisch. Aber wer alles? Horace? Howard? Das ist eine lange Geschichte, oh, Edgar. Ja. Lass uns ins Haus gehen. Ihr habt Besuch. Mit wem habe ich die Ehre, Sir? Gestatten, Major McCarthy. Villa Repose, exklusive Küche inklusive Landluft, Junggesellen ohne Anhang bevorzugt. Wie? Oh ja, Sir. Dann sind Sie hier absolut richtig. Myers Kriminalroman von Ingomar von Kieseritzky.